Ingolstadt stoppt die Siegeserie vom VfB Stuttgart. 11. Minute. Es geht los für den VfB Stuttgart. Wie gewohnt, die ersten Gelegenheiten hat der VfB. Das war Daniel Ginczek. Spielminute, dann der schnelle Matthew Lecky wird gefoult von Emilio Insua und kriegt dafür die gelbe Karte. Völlig verdient. Spielminute, dann Tyton erstmal raus und da ist Roger und da ist mal die erste riesengroße Möglichkeit für den FC Ingolstadt. Nur der Pfosten, der ist noch im Weg. 45. Spielminute, dann wieder ein Foulspiel von diesmal Florian Klein gegen Suttner. Ja. Dann die 49. Spielminute. Stuttgart weiterhin die bessere Mannschaft. Und sie haben auch ganz große Chancen, nur die verziehen die immer. Wie zum Beispiel hier von Christian Gentner. Letzte Woche gegen Hoffenheim hatte er sie gemacht, diesmal nicht. 62. Spielminute, dann Harnik. Und dann ist es Maxim, der hier die Riesengelegenheit hat. Das Zuspiel war auch etwas zu hart gespielt. 82. Spielminute dann. Das war Hinterseher. Und da kommt natürlich der schnelle Australier Matthew Lecky und knallt den Ball da rein. 1:0 für den FC Ingolstadt. Und sie stoppen auch die Siegeserie der Stuttgarter. Und am Ende heißt es 1:0 für den FC Ingolstadt gegen den VfB Stuttgart. Das war's auch schon.